Ich versuche, den Menschenmassen ein bisschen zu entfliehen. Es ist sehr intensiv in Tokio. Viele Abend, viele Leute. Also das Ritual wäre wahrscheinlich vorher hier, einfach Zeit allein zu verbringen und einmal so ein bisschen leer zu werden und alles, was am Tag passiert ist, gehen zu lassen. Dass man sich auf den Moment des Konzerts konzentrieren kann. Die Herausforderung ist auf jeden Fall, richtig fit zu bleiben. Also es ist einfach anstrengend, reisen, Konzerte zu spielen und man will natürlich auch ein bisschen was erleben, alles unter einen Hut zu bringen. Das strengt schon richtig an. Da muss man bis zum Ende gut durchhalten. Aber wir sind da auch trainiert. Seit unserem Studium machen wir Tourneen und das halten wir jetzt noch 2 Tage durch. Also in Shibuya, da pocht das Herz von Tokio. Hier ist dieser weltbekannte Übergang, wo immer Tausende von Leute jeden Abend rübergehen. Aber hier gibt es auch ruhige Ecken, die man entdecken kann. Das ist einfach toll. Damit kann ich jetzt bestellen drin. Also wir warten jetzt auf unsere Suppe und auf unser Bier. Das Bier kommt schon. Sehr schön. Arigato gozaimasu. Ah, Ramen in einer Dashi-Brühe. Lecker. Und man sitzt hier ganz alleine, also echt interessant. Ganz abgeschottet. Bestellen und dann Focus on Taste. Mmh, lecker. Mmh. Na gut.